bei langen Wanderungen werden besonders strapaziert, mal unten beginnend beim Menschen vor allem der Fuß, ja, dann Sprunggelenk, anschließend das Knie und auch in vielen Fällen die Hüfte dann. Beim Tragen eines Rucksackes wird vor allem dann auch die Wirbelsäule und die Schultergelenke, zusätzlich werden die dann belastet, ja, und wieder, um zurückzukommen, der Fuß. Ja. Je höher das Gewicht des Rucksackes, umso mehr Belastung ist auf dem Fuß und dem Sprunggelenk. Die Vorbereitung soll meiner Meinung nach so ausschauen, dass man den Rucksack relativ, das Gewicht relativ gering hält, also maximal 10% des Körpergewichtes, maximal 10 Kilogramm meiner Meinung nach, und möglichst oft schon vorher halt Wanderungen durchführen, längere Märsche durchführen, um die Füße an die Schuhe zu gewöhnen, um sich da wohlzufühlen und auch die Muskulatur schon vorab ein bisschen aufzubauen, um keine Muskelverspannungen zu bekommen dann. Was man wirklich vorher schon langfristig machen sollte, ist schon ein Augenmerk zu legen auf den Fuß. Ja. Da würde ich schon empfehlen, dass man das vom Facharzt, vom Orthopäden anschauen lässt. Der Fuß hat die meiste Belastung beim Gehen dann und die meisten Leute haben eine Spreizfußstellung, ja, und der leidet sehr bei langen Wanderungen. Da würde ich schon empfehlen, einmal anschauen lassen, und wahrscheinlich in den meisten Fällen sind dann Einlagen notwendig zur Unterstützung des Fußgewölbes innen und auch zum Schutz des Sprunggelenks. Zu den häufigsten Problemen am Fuß sind zuerst einmal die Blasenbildungen, also da auf jeden Fall gut versorgt sein mit guten Pflastern, gut diese Gelpflaster, die es gibt überall. Und das zweithäufigste ist sicher, dann sind Sehnenentzündungen, zum Beispiel an der Achillessehne, dann kommt es zu Muskelverspannungen. Sollten sich Blasen bilden, dann müsste man unbedingt darauf achten, dass diese gut versorgt werden, gut verklebt werden, aufgeschnitten werden, desinfiziert werden, damit der Schmerz nicht zu stark wirkt, um dann die Gehform oder das Gehbild so zu verändern als ein Hinkschonen oder sonstiges. Dann wird das Knie überlastet, die Hüfte schlecht belastet und es kommt zu Schmerzen, die eigentlich nicht notwendig wären. Ja, wenn ich die Blase wirklich gut versorge, verklebe, dann kann ich auch mit einer Blase im Schuh wieder normal gehen. Also wirklich höhergradige Arthrosen in Knie- oder Hüftgelenken würde ich als Kontraindikation ansehen, ja, für so lange Wanderungen. Mittelgradige oder geringgradige Arthrosen sind keine Kontraindikation für so eine lange Wanderung. Da ist es sogar eine positive Wirkung, die Durchblutung wird gefördert, der Gelenke, der Muskeln, es baut sich Muskulatur auf, der Körper wird insgesamt agiler, die Agilität steigt und dadurch auch eine Schmerzreduktion, auch bei Arthrose, Knien oder Hüftgelenken. Ja? Betreffend der Belastungsdauer und der Steigerung der Kilometeranzahl pro Tag würde ich empfehlen, dass man das langsam angeht, der Kondition angepasst, nicht jetzt stur seine Kilometer runter marschiert, ja, sondern wirklich langsam angeht. Man hat dann später mehr Reserven am Ende der Etappe und es kommt weniger zu Muskelverspannungen und zu sekundären Schmerzen, mit denen ich mich dann tagelang... Es gibt bestimmte Verletzungen oder Erscheinungen, wo ich dann wirklich im Ausland auch einen Arzt aufsuchen muss. Da würde ich einmal beginnen unten am Fuß, die Ermüdungsfraktur. Das ist ein plötzlicher, stechender Schmerz im Bereich des Vorfußes. Da muss ich wirklich beenden meine Pilgerreise. Das ist eine Fraktur, ein Bruch, der gehört ärztlich versorgt und ruhig gestellt. Ja. Auch im Sprunggelenk kann es zu Problemen kommen, die wahrscheinlich nicht ganz so schlimm sind wie eine Fraktur, aber hier kann es zu Überlastungsschmerzen kommen, die auch wahrscheinlich ärztlich versorgt werden müssen mit Injektionen oder Infiltrationen. Weiter oben im Kniegelenk kann es auch zur Überbelastung kommen in Form von Gelenkserguss. Das wäre auch eine Indikation, zum Arzt zu gehen. Da dieser Gelenkserguss sehr schmerzhaft ist, die Bewegung einschränkt und es auch Spätfolgen geben kann in Form von Knorpelschädigung, da wäre auch eine längere Pause indiziert, und das Gleiche gilt auch für die Hüfte. Auch hier kann es zu einem Gelenkserguss kommen aufgrund von Überlastung. Und dieser Gelenkserguss, der länger besteht, schädigt uns die Knorpelsubstanz. Meine Meinung zur Verwendung von Stecken, was ja jetzt sehr modern ist, Stichwort Walking, ja, würde ich mich nicht unbedingt so
dran halten, ja, jederzeit und immer bergauf, bergab, sondern das Variieren. Es gibt doch Überbelastung, auch durch den Rucksack, durch das Rucksacktragen, dann bergauf die Stecken. Zusätzlich kann es sicher zu Schmerzen in den Schultern kommen. Und was ich auch schon gesehen habe, sind Schmerzen in den Handgelenken und Sehnenscheidenentzündungen. Also ich würde das je nach Belieben und wie es auch der Wanderer vielleicht schon im Vorfeld gewöhnt ist, ob er die Stecken gewöhnt ist, wird wahrscheinlich besser damit zurechtkommen und ein anderer eher nicht. Also das würde ich ganz individuell entscheiden und nicht halt wirklich streng mich daran halten, die Stecken jetzt jederzeit zu benutzen. Was ich Ihnen als goldenen Tipp mitgeben kann, ist sicher auch einmal unbedingt einen Tag pausieren. Das schadet niemandem. Ja, das ist nur für später wieder gut. Dann haben Sie wieder mehr Kräfte. Es ist keine Niederlage und es können sich die Muskeln entspannen, die Gelenke können sich erholen und es geht dann wieder umso besser weiter. Mein persönlicher Tipp für einen Pilger. Also ganz wichtig, ich würde das schon sehen, dass er sich wirklich im Vorfeld durchchecken lässt, von internistischer Seite, von orthopädischer Seite, hier vor allem ein Augenmerk auf die Füße, ob Einlagen notwendig sind. Das Schuhwerk bitte unbedingt keine neuen Schuhe, sondern getragene Schuhe, in denen sich der Fuß wohlfühlt und einen guten Halt bietet. Und dann wird das alles ein voller Erfolg werden.